Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir haben einen neuen Monatssegen im gewundenen Abgrund und natürlich auch den gewundenen Abgrund neu. Erhöht wird die LP der Figur wiederhergestellt werden, den Angriff der Figur um 10%. Dieser Effekt hält 10 Sekunden, dreifach stapelbar. Die Wirkungsdauer jeder Stapelung wird unabhängig voneinander berechnet. Erhöht, wenn die LP der Figur verringert werden, die Elementarkunde dieser Figur um 40 Punkte. Dieser Effekt hält 10 Sekunden dreifach stapelbar. Die Wirkungsdauer jeder Stapelung wird unabhängig voneinander berechnet. Die Effekte, die durch die LP Wiederherstellung und Verringerung der Figur ausgelöst werden, existieren unabhängig voneinander und ihre Wirkungsdauer werden unabhängig voneinander berechnet. Also, wenn man LP wiederherstellt, dreifach stapelbar, für 10 Sekunden wird der Angriff erhöht. Und wenn die LP verringert wird, ebenfalls dreifach stapelbar, für 10 Sekunden wird die Elementarkunde erhöht. Also, LP dazugewinnen, LP verlieren ist gut. Außerdem haben wir 60% Pyro-Schadensbonus und 60% Hydro-Schadensbonus. Allerdings kann ich da schon sagen, meine aktuellen, also das Team, was jetzt wirklich am besten funktioniert, und das werde ich jetzt wieder bauen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, dass ich immer das Gleiche nehme. Aber never change a running system, ne? Ich finde es mittlerweile so schwer, die richtigen Figuren zu finden. Ich finde immer Bennett nicht. Also mit dem Team habe ich jetzt gleich dreimal in Folge den gewundenen Abgrund Ebene 11 gut abgeschlossen. Und wir haben 2 Pyro und eine Hydro-Figur. Also 3 von 8 haben einen Bonus. Ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, ich habe auch schon gewundenen Abgrund gespielt, wo ich quasi gar keinen Bonus hatte und habe es trotzdem geschafft. Also schauen wir mal. Es sind natürlich jetzt ganz andere Gegner. Also nicht nur, weil es neuer Monat ist oder bla, 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 sondern einfach aus dem Grund, dass halt logischerweise es jetzt neue Gegner aus Fontaine gibt, die ich zum Teil auch nicht kenne. Das macht es ein bisschen schwierig. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd für mich jetzt persönlich. Aber gut, das ist halt mein Problem, dass ich in Fontaine jetzt noch nicht so bewandert bin. Aber es geht eigentlich ab. Die schießt mir da 50.000 Dinger ins Gesicht. Ja, der erste Raum ist tatsächlich ziemlich ätzend, wenn man Pyro-DPS hat. Deswegen ist es auch eigentlich blöd, dass hier der Pyro-Schaden um 60% erhöht wird. Der Grundgedanke war wahrscheinlich, dass man eher im ersten Raum vielleicht eher Hydro nimmt und im zweiten dann eher Pyro. Aber naja, ich meine, so funktioniert das halt auch nicht immer. Weil man ja nicht immer die entsprechenden Figuren hat, wie sich das Spiel so vorstellt. So, jetzt ziehen wir die mal da rein. Jetzt haben wir noch 8 Gegner. Ne, 7. Nur noch 84% Leben. Das ist nicht so gut. Na gut, jetzt sind alle Gegner auf dem Feld. Da kommt nichts mehr. Sehr gut. Okay, 80%. Also genau 20% verloren. Mehr dürfen wir auch nicht verlieren. Also dürfen wir natürlich schon, aber je weniger wir verlieren im ersten Raum, desto besser ist es für uns im zweiten. So, jetzt kommen, glaube ich, Fontaine-Gegner, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Ah ne, es kommt quasi nochmal genau das Gleiche. Aber hier habe ich tatsächlich ein besseres Team. Ich habe jetzt zwar natürlich auch eine Kryo-Figur. Boah, das hat 8% Schaden schon gemacht? Oh mein Gott. Okay, wir haben keine Chance. Wir haben schon 12% verloren, noch keinen einzigen Gegner besiegt. Oh mein Gott. Ach man, ich hasse es so sehr. Es sei doch so unfair, dass die Gegner einfach spawnen. Komplett woanders, als wo du kämpfst. Also gut, unfair ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach bescheuert. Okay, 63%. Also müssen wir 1000% nochmal neu starten. Das müssen wir nochmal neu starten. Ich habe nur diese Gegner, die mit einem Leben überleben, gefühlt. Was waren das? 2000 Schaden? Naja, die Gespenster sind tatsächlich hier die Bösewichte, die uns hier das Ding angreifen. Ja. Also zweiter Raum schwieriger als erster Raum. Was eigentlich lustig ist, weil im ersten Raum müsste ich eigentlich mehr Probleme haben. Aber gut. Das heißt, wir gehen eher auf die Gespenster, oder was? Ich meine, die Vanilloqua, die lässt uns ja eigentlich in Ruhe. Also die lässt den Elementarmonolithen in Ruhe. Ja, man muss die Aufmerksamkeit der Schleime auf sich ziehen. Und dann die Gespenster hier nerven.
Dass die halt nicht das Ding angreifen. Ey, hier geblieben, Kollege. Oh, das ist schlecht. Okay. Oh, das ist sehr gut. Oh, das war sehr gut. Okay. Okay. Nein. Ich hasse es halt so, dass die Schleime auch so viel Schaden machen. Das sind die schwächsten Gegner im Spiel. Und ein so ein Ding vernichtet fast diesen Monolithen, ey. Das ist wieder nicht sehr viel besser als gerade. Na gut, 6%. Na gut. Ein sehr viel weniger geht ja nicht als 6%. 14% sind es in dem Fall. Aber ich meine, sehr viel besser. Also ich meine, von 80 auf 86 ist schon mal ein Fortschritt, I guess. Wir müssen auf jeden Fall die Schleime auf uns lenken. Die ignorieren uns halt erstmal direkt und ballern direkt. Also das ist doch ein Witz, ey. Die ignorieren uns komplett und gehen direkt auf den Monolithen, ey. Diese verdammten Schweine. So. Okay. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Oh mein Gott, er hat dieses Feld gemacht und hat einfach 6% Schaden gemacht. Oh mein Gott, er greift nicht mal den Monolithen an und macht so viel Schaden. What? Ach, das ist doch so ein Bullcrap. Ist das ein Müll? Die Gegner sind all over the place. Sie sind einfach überall und kommen auch nicht mehr. Oh man. Na gut, hier sind drei Gegner. Noch vier. Oh mein Gott. Nur noch, nein, nein. Oh mein Gott, nein, ich kann nicht bewegen. Oh mein Gott. Ich bleib an diesem dämlichen Monolithen hängen. Oh mein Gott. Es sind genau 60%. Was eigentlich falsch ist, weil hier steht mehr als 60, also habe ich es eigentlich nicht geschafft. Alter, ist das nervig, ne? Da macht dieser dämliche Schleim, der... Das sind Gegner, die können überhaupt nichts. Die können gar nichts. Und dann macht er nur dieses Kryo-Feld und macht einfach 6% Schaden in einer Sekunde. Und er macht überhaupt nichts. Der steht einfach nur da und macht so viel Schaden. Das ist so lächerlich, ey. Ganz ehrlich, Mann, das ist so nervig. Und dann lauter so Gegner, die nicht zu dir kommen. Die einfach stehen bleiben und einfach, ja, komm du zu mir oder ich mach einfach gar nichts. Also die Gespenster vor allem. Da seht ihr schon, neues Monster, noch nie in meinem Leben gegen das Vieh gekämpft. Das war das, was ich vorher meinte mit den Gegnern aus Fontaine. Dass ich hier einen kleinen Nachteil habe, weil ich mich da noch nicht so gut auskenne. Eigentlich ist es ein großer Nachteil, würde ich sagen, wenn du noch nie gegen einen Gegner gekämpft hast. Aber gut, ist ja nur Ebene 11. Aber dann Ebene 12 vielleicht sogar auch passieren. Mal schauen. Mal wieder die Handschuhe. Okay. Ist eigentlich ein bisschen unlogisch, wie so ein Seepferdchen an Land überlebt. Aber gut. Weil die Schildkröte lebt einfach auch noch.
Ah, okay. Na, die kenne ich. Ja, Spezialfähigkeiten aufladen ist natürlich nicht schlecht hier. Mal einfrieren wäre nicht schlecht. Okay, alle Spezialfähigkeiten ready. Raum 3 kann kommen. Alle Spezialfähigkeiten am Start. Ui, was ist das denn? Ich glaube, das sind die Viecher, die ich immer fälschlicherweise als Rochen bezeichne. What? Wie viel Schaden hat das gerade gemacht? What? Wie viel Schaden war das gerade? Was zum Teufel? Schon wieder? Beidou fast volles Leben, wird einmal getroffen und fast tot. What the hell? Wow, da hatte ich jetzt Glück, dass das nicht so viel Schaden gemacht hat, sonst wäre ich auf jeden Fall tot gewesen. Es sind nur 3 Gegner tatsächlich. Da kommen nochmal 2. Interesting. Ich frage mich, was die letzten beiden Gegner sind. Ja, nochmal Spezialfähigkeiten rausballern, sonst dauert das hier eh wieder 100 Jahre. Dauert so schon, leider. Ost macht nicht genug Damage. Jetzt, was sind die letzten beiden Gegner? Ah, okay, Frostarm labert schon. Macht irgendwie Sinn. Lol. Oh my goodness. Ja, moin. Sollten die nicht eigentlich so ein kleines bisschen schwächer werden, wenn die aus ihrer Spezialfähigkeit... nicht aus ihrer Spezialfähigkeit, aber wenn die aus ihrem Schild rauskommen, sollten die auch eigentlich ein bisschen schwächer werden, oder? Ich hab's nicht wirklich gemerkt. Okay. Ich hab gerade mal noch 30 Sekunden übrig, ne? Aber alle Spezialfähigkeiten aufgeladen, ich will es nichts mehr benutzen. Also alle Spezialfähigkeiten aufgeladen. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es schafft. Der erste Raum, das weiß ich jetzt tatsächlich noch, das sind Kairagi und Nobushi. Der zweite Raum war, glaube ich, eine Geo... Also eine Drachen... alte Drachenechse. Genau. Das sind tatsächlich nur 5. Also 2 Kairagi und 3 Nobushi. Ah, man hat nur 3 Minuten Zeit. Okay, klar. Gut. Da war ich auf Diona gewechselt, aber gut. Dann nicht, I guess. Hey. Ha, lol, in der Luft eingefroren. Okay. Und töten.
Passt. Okay, 2 Minuten für die Geodrachenhexe. Roundabout. Müsste eigentlich klappen. Wir haben ein Schild auf jeden Fall. Damit habe ich mit Bado gesorgt. Weiß ich gar nicht, weiß, ob er das macht. Ah, da. Oh mein Gott, der Schild funktioniert nicht? Bados Schild funktioniert nicht? Das hat gerade überhaupt keinen Schaden gemacht. Das hat nicht funktioniert. Wieso funktioniert das nicht? Das ist doch trotzdem ein Schild. Oh mein Gott, ich dachte, das funktioniert. Dann können wir es nicht schaffen, dann geht's gar nicht. Weil wir die Mechanik von dem Boss nicht auslösen können. Außer vielleicht mit ihrer Spezialfähigkeit. Aber das ist ja dann auch kein Schild. I'm not too sure about this one. Das macht einfach gar nichts mehr. Bis das Game nicht verbuggt ist. Wir können es trotzdem schaffen wahrscheinlich. Sogar ohne die Fähigkeit. Manchmal doppelt. Ah doch, es. Oder funktioniert es schon? Es macht einfach nur nicht so viel Schaden wie in der Open World. Also ein Witz, in der Open World macht eine so eine Fähigkeit ein Drittel seines Lebens weg. Und hier, was ist das? 5% vielleicht? Vielleicht liegt es doch tatsächlich daran. Ich glaube, es funktioniert doch. Und es macht einfach nur so unfassbar wenig Schaden. Aber ganz ehrlich, es macht so wenig Schaden. So viel Schaden mache ich halt auch, wenn ich einfach nur den Schaden von ihm zurückwerfe. Na gut, wir haben es trotzdem geschafft mit 8 Sekunden. Ja, nice, cool. Hat trotzdem geklappt. Also, ich glaube, es hat trotzdem funktioniert tatsächlich. Also, ich glaube, es ist nicht falsch gewesen. Mein Fehler. Ich bin es halt nur gewohnt. Kennt ihr ja bestimmt auch, wenn ihr gegen die alte Drachenechse kämpft. Wenn du da den Schaden zurückwirfst, verliert ihr irgendwie ein Drittel ihres Lebens oder so. Gut, das ist im gewohnten Abgrund nicht ganz so viel, ist schon klar. Aber es ist so wenig gewesen, dass ich mir nicht mal sicher war, ob das überhaupt funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal mit Bado gemacht. Also wäre es jetzt unlogisch gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, tatsächlich. Ziemlich sicher, dass ich das schon mal mit ihr gemacht habe. Genau. Gut, das war eben der 11, nur mit 4-Sterne-Figuren. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. War ein bisschen emotionaler heute wieder, aber vor allem Raum 1 kritisch. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.